Mein Name ist Christian Heinig, heute hier in der Funktion als Einsatzleiter vor Ort. Ja, was ist jetzt hier heute passiert? Ja, in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Köln durch den Besitzer einer Schlange darüber informiert, dass diese Schlange aus ihrem Terrarium entwichen ist und sich vermutlich irgendwo in der Wohnung aufhält. Ja, aber Eintreffen, wie sind Sie hier vorgegangen? Ja, wir haben uns zunächst erkundigt, um was für eine Art es sich handelt. Dabei stellte sich sehr schnell heraus, dass es sich um eine Giftschlange handelt. Glücklicherweise um ein Jungtier, ca. 6 Monate alt, noch relativ klein gewachsen. Aber nichtsdestotrotz geht auch von diesem Tier eine Gefährdung aus, sodass wir die Bewohner des gesamten Hauses, ein 10-Parteien-Haus, letztendlich in aller Ruhe aus dem Gebäude geführt haben, um diese Person zu schützen. Mhm. Ja, kann man was sagen, wie das dazu kommen konnte oder wie die Haltung allgemein in der Wohnung ist? Also das Veterinäramt der Stadt Köln war zwischenzeitlich auch hier vor Ort und diese bewerten die Haltung als absolut vorbildlich. Die notwendigen Genehmigungen vor dem Hintergrund des Artenschutzes liegen hier auch vor und der Besitzer ist auch wirklich mit Rat und Tat steht er uns hier zur Seite, damit wir das Tier finden. Aber zum Grund können Sie jetzt nicht sagen, warum das nicht konnte, oder? Nein, warum das Tier und wie das Tier das Terrarium verlassen hat, ist eigentlich gesichert, kann sich aktuell niemand erklären. Okay. Sie hatten jetzt Fallen gebaut. Wie geht es jetzt weiter oder was ist jetzt weiter geplant? Ja, wir haben zunächst unter Zuhilfenahme von verschiedenen Gerätschaften, Endoskopen, Kameras, die Wohnung ganz gründlich abgesucht, haben zwischenzeitlich Fallen aufgestellt, haben andere Bereiche versiegelt, damit sich das Tier, wenn es denn sich in Bewegung setzt, nicht noch die Räumlichkeiten dieser betroffenen Wohnung verlassen kann. Es wurde Mehl ausgestreut, um Kriechspuren sichtbar zu machen. Das sind die Maßnahmen, die bis dato gelaufen sind. Wir gehen davon aus, dass sich das Tier in der Wohnung, nach übereinstimmender Expertenmeinung, es handelt sich zum einen um sehr standorttreue Tiere, um wärmeliebende Tiere, muss man davon ausgehen, dass sich das Tier noch innerhalb der Wohnung aufhält. Was nahezu ausgeschlossen ist, dass es außerhalb des Hauses ist, weil diese anhaltenden kalten Temperaturen führen bei dem Tier ja in kürzester Zeit dazu, dass es eine Art Schockstarre entwickelt und im weiteren Verlauf bei längerem Aufenthalt in der Kälte tatsächlich auch verendet. Okay, jetzt habe ich gesehen, die Feuerwehr Düsseldorf unter anderem hier. Können Sie da was zu sagen? Das ist richtig. Die Feuerwehr Düsseldorf ist seit dem Morgen bereits hier vor Ort, um die Feuerwehr Köln zu unterstützen. Das Ganze mit der Fachgruppe Reptilien, welche sich auf Schlangen, insbesondere Giftschlangen, spezialisiert hat. Jetzt stehen wir hinter einem Fahrzeug, da steht Tiertransport drauf. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist das Fahrzeug der Feuerwehr Köln, was sich stadtweit um Unfälle, hilflose Tiere kümmert, zur Einsatzstelle hinausfährt, die Tiere dann quasi aufnimmt und dann entweder anderweitig unterbringt bzw. einer tierärztlichen Versorgung zuführt.